Ich weiß auch nicht, ob es schlau ist. Wobei, wir können ja die Rampe direkt runterziehen. Ne? Wir müssen uns ja erst Sorgen machen. Ich glaube, ab Ebene minus 110, glaube ich, kommt der Molten oder Semi-Molten Rock. Oder ab minus 100, oder ab 100, weiß ich nicht. Da müssen wir uns Sorgen. Killer Ketchup! Mensch, lang nicht gesehen. Schön, dass du da bist. Hier läuft super. Wir mussten leider schon mit der zweiten Festung. Hast du seit der zweiten Festung ist eigentlich schon hier? Ich weiß das gar nicht. Deine Arbeitszeiten harmonieren immer so wenig mit meinen Kanal-Streaming-Zeiten. Das heißt, das zeigt mal wieder, dass ich keine Ahnung von der Schweiz habe, weil ich war noch nie in der Schweiz. Ich hätte gedacht, in der Schweiz ist alles mindestens auf, keine Ahnung, nichts liegt unter Höhe 2000 so ungefähr. Ja, die erste ist an Totenbeschwörern zugrunde gegangen. Deswegen haben wir die nächste. Das ist aber nicht schlimm. Wir sind da ja flexibel, was die Zwerge angeht. Und aktuell, ja. So, könnt ihr mal hier. Aber das Minecart läuft. Was in der Classic-Festung ja nicht so wollte, wie ich wollte, hat jetzt hier in der Steam-Version super funktioniert. Oh, und dann gleich im Zwerg. Ja, das kriegen wir hin. Ich wollte gerade sagen, möchtest du gerne in einem goldenen Zimmer sitzen mit Platineinrichtung? Perfekt, warte, da kriegen wir hin. Warte. Mal, da sitzt einer. Perfekt. Also, da ist der Keller Ketchup in seiner goldenen Gefängniszelle mit einer Platinkette festgemacht. Ich habe ihn extra gefragt, ob er in deinem dekadenten Raum sein möchte. Ich habe ihm nicht gesagt, dass das eine Gefängniszelle ist. Aber da passiert ihm ja auch nicht viel. Ich glaube, damit ist Ketchup ganz zufrieden. Achso, so viele Miner habe ich gar nicht. Der eine Miner war feuerfest, zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja, und Dieter. Ah, Keller Ketchup kennt Dieter noch gar nicht, unseren hauseigenen Werlizard. Oh, jetzt gehen wir hier. So. Noch 18, das dauert immer so lange. Soll nicht so ein Zwischenstopp sein? Gut, guided müsste der Zwerg einfach nur bremsen können. Dann kann er hier anhalten und kann unten zur nächsten Ebene gehen, ne? In der Theorie. In der Theorie klappt das alles. Praxis kennen wir ja schon. Das liegt mir immer. Die Theorie in die Praxis umzusetzen ist voll meins. Nein, das sind einfach nur Gefangene. Der dreht immer durch. Also du drehst immer durch und deswegen haben wir dich weggesperrt. First Diamond of irgendwas erzählt Geschichten. Okay. Das ist der ganz normale Knastalltag. Warum gräbt das jetzt keiner? Ne, warte mal. Da müssen wir. Da ist falsch gegraben. Halt! Falsche Ebene. Da muss gebuddelt werden. Oh, hätte ich mal gut. Wäre jetzt nicht versaut gewesen, doch das Ding wäre nach dem armen Zwerg unten auf den Kopf gefallen. Kennen wir doch schon. Stellen wir uns gleich zu nah an die Magma ran? Bestimmt, ne? Ja, müssen wir noch mal gucken. Müssen wir nicht eigentlich aktuell wieder bestrafen?
Nö, gerade nicht. Ist auch wieder kein Gold, ne? Edelsteine und so weiter, ja. Gold gönnt er uns nicht. Warum wird da nicht gechannelt? Dann haben wir jetzt eigentlich genug Goldmöbel. Ach du, warte. Was wir jetzt machen könnten, wäre eigentlich... Ja, schon wieder raus. Du bist raus. Du wurdest freigelassen. BF und dann müssen wir wieder R nehmen. Ne? Das suchen wir uns aber jetzt aus. Und jetzt gibt es hier einen Stuhl im Gefängnis. Jeder Knastbruder bekommt einen Stuhl. Aber werden da nicht... Ah, wir haben Gabbros Stühle auch als Dauer, als Working Order gemacht, ne? Ich habe gerade gesagt, jetzt werden wir die Stühle los und können danach einfach nur in der großen Halle die Goldstühle setzen und Goldtische. Aber das funktioniert ja gar nicht. Solange wir die Gabbros Stühle noch als Standardauftrag mit drin haben. Ist egal, ne? So, nochmal das. Haben wir hier noch Räume? Ist egal, jetzt haben sie Stühle. Müssen wir hier unten nachher doch mit dem Gold einzeln arbeiten. Dann können sie ab und zu mal sitzen, müssen sie sich nicht nur stehen. Essen, wir könnten noch einen Tisch hinstellen. Na, haben wir genug Tische? Auf ihn drauf. So. Wenn Zelle dann schön, oder? Was für ein Alarm da losgegangen? Muss ich gleich mal gucken. Erstmal die Stühle noch hier, Tische noch hier reinstellen. Und dann haben wir richtig glückliche Knastbrüder ab jetzt. Und Schwestern. Weil dann ist sogar Möbel hier drinne. Dann können wir auf die andere Seite, weiß nicht, können wir noch was hinstellen? Keine Ahnung, ein Kleiderschrank. So ein kleiner Spind in der Zelle. Oh, ein Bett. Die können alle noch ein Bett kriegen. In die ersten 20 Zellen machen wir einfach. Die hier hinten brauchen noch ein bisschen. Wir haben kein Gold gerade dafür. Haben auch kein Essen für unsere Zwerge. Das ist immer noch mit das Schlimmste. Sollen wir noch mal wieder Katzen, Kreaturen, Tiere nach Namen sortieren. Nichts, was benannt ist, schlachten. Aber Katzen. Katze, 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 Katze. Wie viel haben wir denn? Alter. Okay, Katzen haben wir mehr als genug anscheinend. Aber nur Katzen? Man sieht, dass wir in dieser Festung noch nicht wirklich geschlachtet haben, ne? So, drei Katzen und zwei Kater. Perfekt. So, cool. Wir haben nur einen Hund? Ist aber schlecht für den Hund. Also, es ist wenigstens ein Rüde. Und wie heißt jetzt ein weiblicher Hund? Sau, sau, sau. Ein Eber haben wir auch immer noch nicht. Und hier haben wir noch mehr Katzen. Okay. Glück für die Schlachterei auf alle Fälle. Machen wir wieder Fleisch. Und weiter geht's. Bestimmt. Warum sollte ich keine Katze adoptieren können? Genau, stimmt. Danach wollte ich gucken. Alarm, Beil. Ach, das Ding schon wieder. Okay. Nein, da hat jemand was vergessen. Da
Man müsste mal kurz jemand lang da auch channeln. Es muss. Oder machen wir hier das jetzt so neben. Das muss jetzt so sein. Fällt er nicht ganz so auf. Noch 14. Nee, es war im gesamten Moment. Im Englischen, glaube ich, dürfte ich das auch gar nicht vorlesen, wenn da der das drinne stehen würde. Ich glaube, da wäre Twitch relativ hart. Bestimmt. Wir haben ja genug Food Plants. Wir haben 106 Pflanzen. Also ich kann auch gerne noch ein zweites Feld anlegen. Wir sind ja nicht so. Nur für einen Fall meinst du, ne? Farming Plots. Was haben wir das Problem mit diesen ganzen kleinen Gimmelpilzen? Da kann man wieder nichts drauf machen. Könnten aber hier einmal so ziehen. Nein, warum willst du da nicht? Weil da ein Gestein ist oder sowas, ne? Genau, Limestone. Ist egal. Bauen wir mal Feld 2. Was liegt denn da eigentlich? Irgendein Fuß? Food Scale? Ist das ein Zehennagel? Wäre voll widerlich. Nie zu einer unroten Fett, Wender Blob. Cancels Wender Fett. Ach so, Standard Wender Job, okay. Das ist auch Limestone. Drei Felder, die nicht bepflanzt werden können. Das ist nicht schlimm. Was haben wir trotzdem? 4 mal 5. 21 Felder sind das. Müsste reichen, oder? Erstmal. Wir haben hier 20. Nochmal dasselbe. Wenn sich einer berufen fühlt, wäre voll super. Ah, es baut einer. Perfekt. Müssen wir gleich nur mal Felder wechseln, dass nicht immer dasselbe sozusagen gleichzeitig hergestellt wird. Wir haben jetzt hier zum Beispiel ist Helmet, Tails, Helmet, Helmet. Na gut, die Helmets können sie einfach so essen. Das hat halt Vorteile, ne? Ist das nicht durchziehen können? Nein. Hört ihr mal bitte? Was ist denn jetzt hier los? Ach ja, die haben alle Hunger, ne? Die wohnen sich essen alle hier. Moment, das ist aber nicht schlimm. Warte. Das Ding liefert jetzt auch. Also du lieferst. Jetzt auch an diesen Stockpile. So. Bringt den Scheiß einfach hier runter. Wir wollten mehr Küchen und so weiter, was ich alles machen wollte, was ich alles vergessen habe. Schrecklich. Küche, Küche. So, das sind die Küchen. Dann noch falsche Seite, ne? Nein! Doch, das muss gleich so, warte. Wenn ich auf der anderen Seite das andersrum baue, dann kann ich immer behaupten, es wäre so geplant gewesen. So, wenn man fragt, das musste so. So, erstes Jahr. Warte, wir haben uns be. Das heißt, wir fangen an mit Pots. Wheat. Wheat. Und Cups. Müssen wir einmal Wheat aber auch rausnehmen für nochmal. So, machen wir es mal so. Und ich glaube, wir machen noch ein drittes Feld, einfach weil wir es können. Aber man kann ja nicht wirklich Platz hierfür. Ne? Hier so ein kleines. Ich
Wie, weil ich dieses Zeug ja nicht los. Na, ich kann die kleinen Pilze ja nicht loswerden. Die stehen ja in meinem Weg. Ist da eine Möglichkeit für? Ich hab's halt noch nie gebraucht. Ich hab noch nie in den Höhlen gebaut. Dass ich das jetzt so halt auswähle? Keine Ahnung. Geht das gar nicht. Was? Was mache ich denn jetzt hier? Ist egal, einfach. Ich bin schon total überfordert mit den ganzen Pilzen dazwischen. Macht er halt nicht. Katzen kämpft. Tier kämpft. Ketchup ist wieder seltsam drauf. Der dreht bestimmt gleich wieder durch. Dann ist er zufrieden. Kann er wieder in seinen Luxusknast. Dann müssen wir hier nochmal wieder nach unserem Loch gucken. Ja, wie gesagt, nachher hier unten schön Strip Mining machen. Dann haben wir hier noch. Genau, Schlafzimmer. BBR, kriege ich noch ein paar Türen hin. Allerdings die eine Seite, die hätte ich jetzt eigentlich gern noch fertig. So, die drei Betten noch. Und BFH für die Kiste. Da. Und dich noch. So, dann sieht das auch gut aus. Schlafen, Schlafzimmer, Multi. Fertig. Nochmal 30 Schlafzimmer. Perfekt. So. Ich glaube, das reicht jetzt. Stimmt. Geht das? Man könnte es versuchen, ne? Sie ist einfach kaputt trampeln, die Viecher. Ja. Warte, kann ich? Ich kann die ja neu malen. Kann ich hier so eine Zwei-Ebene? Guck mal, ich mache einfach mal hier so. Akzeptieren. Stiefen jetzt die Tiere immer darüber? Das wäre ein bisschen doof. Moment, warte mal. Eure Patch ist jetzt nicht mehr da. Die ist jetzt da. Alle Tiere einmal da rüber, bitte. Dann steht auch nicht mehr da so vorm Eingang rum. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß nicht, was der hat. Wir könnten theoretisch könnten wir nachgucken. Das hat mich nur bisher ehrlich gesagt gar nicht interessiert. Wo ist denn der? Ist irgendwie meiner gewesen, ne? Ne, kein meiner. Blacksmith, der war Schmied. Schmied war. Also müsste irgendwo hier sein. Da ist er doch.